Wort der Abgeordneten Birgit Menz, Fraktion Die Linke. Danke, Herr sehr geehrter Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Welt blickt im Dezember nach Paris. Auf der Weltklimakonferenz wollen sich 196 Staaten auf verbindliche Klimaziele einigen. Seit dem Scheitern von Kyoto ist das der erste ernstzunehmende Anlauf. Eines ist klar, die Welt braucht einen Klimavertrag, der konkret sagt, wie die globale Erwärmung zu begrenzen ist. Ohne diesen Vertrag gerät das 2-Grad-Ziel in noch weitere Ferne, als es ohnehin schon ist. Die klimabedingten Probleme der Menschen werden sich weiter und immer mehr verschärfen, und dadurch werden die Gründe für Kriege und für Flucht weiter zunehmen. Auch deshalb ist diese Konferenz so wichtig. Auch in Sachen Klimaschutz will die Bundesregierung Vorreiterin sein. Bei diesem Thema unterstütze ich das ausdrücklich. Allerdings habe ich große Sorgen, dass sie diesem Anspruch nicht gerecht werden kann. Lassen Sie mich das an einigen Punkten deutlich machen. Beispiel Elmau. Die G7-Länder haben das Ziel formuliert, die Energiewirtschaft weltweit bis 2050 kohlenstoffarm umzubauen. Das ist ein wichtiges Signal. Aber die Dekarbonisierung fordert von Deutschland mehr als nur ehrgeizige Klimaschutzziele und eine erfolgreiche Energiewende. Sie erfordert ein grundlegendes Umdenken, wie wir in Zukunft wirtschaften wollen. Doch dazu fehlt der politische Wille. In der Realität wird so weitergemacht wie bisher. Das können wir uns nicht länger leisten. Die Bundesregierung muss den Klimaschutz endlich ernst nehmen und darf sich nicht wegducken vor der Industrie- und Kohlelobby. Es gab ja brauchbare Vorschläge. Minister Gabriel wollte eine Abgabe für die ältesten und dreckigsten Kohlekraftwerke. Eigentlich im Interesse ein interessantes Instrument, um die Produktion der Dreckschleudern einzudämmen und den Strukturwandel einzuleiten. Herausgekommen ist ein kläglicher Kompromiss, die sogenannte Kohlereserve. Damit wird die Kohleindustrie aus der Verantwortung entlassen, es werden weniger Emissionen eingespart und für die Verbraucherin wird es auch noch teurer. Bei dieser Art der Klimapolitik machen wir nicht mit. Die Linke steht für einen sozial-ökologischen Umbau. Das nächste Problem ist der Atomausstieg. Wieder wird die Industrie hofiert. Fragen wie Stilllegung und Rückbau von Kraftwerken, die Entsorgung des Atommülls, all das ist ungeklärt. Wir meinen, hier muss das Verursacherprinzip gelten. Die Kosten dürfen nicht auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Deshalb ruhen unsere Hoffnungen auf dem Haftungssicherungsgesetz ohne Schlupflöcher. Wir wollen, dass die Rückstellung der Atomkonzerne immerhin 38 Milliarden Euro in einem öffentlichen rechtlichen Fonds gesichert werden. Und offensichtlich hat Deutschland aus der Atomproblematik nichts gelernt. Denn dank Ministerin Hendricks soll Fracking nun auch in Deutschland möglich werden. Das ist unverantwortlich. Fracking ist keine zukunftsweisende Technik. Fracking ist eine Gefahr für Mensch und Natur. Die Klimabilanz ist miserabel, die Ressourcenverschwendung enorm. Und der volkswirtschaftliche Nutzen beschränkt sich auf kurzfristige Privatinteressen, Profitinteressen. Deshalb sagen wir, stoppen Sie diesen Irrsinn. Verbieten Sie Fracking ohne Ausnahmen. Meine Damen und Herren, obwohl Kohle, Atom und Fracking, auch bei Kohle, Atom und Fracking, die Last trägt immer die Umwelt. Und machen wir uns nichts vor, auch wir Menschen werden die Konsequenzen dieser Politik zu spüren bekommen. Lassen Sie es mich noch einmal betonen. Wir brauchen endlich eine klare politische Entscheidung für den sozial-ökologischen Umbau. Aber der Haushalt ist hier so wenig konsequent wie die aktuelle Politik. Ja, insgesamt soll es einen Aufwuchs geben, das erkennen wir an. Und auch zum Beispiel mehr Mittel für die internationale Klimaschutzinitiative zur Verfügung gestellt werden. Aber Geld ist nur hilfreich, wenn es sinnvoll eingesetzt und gerecht verteilt wird. Ich komme noch auf eine große Forderung von uns. Und zwar möchten wir, dass Klima- und Umweltpolitik einen zentralen Stellenwert erhält. Und wir möchten, dass jetzt endlich die Verantwortung übernommen wird für Klima, Umwelt und für Menschen. Danke.
Frau Kollegin Menz, im Namen des Hauses beglückwünsche ich Sie zu Ihrer ersten Rede und wünsche noch weitere interessante Debatten.